Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Bastian Kuhn. Ich werde Ihnen heute was zur Ausschreibungsberechnung in FM6 über das Gebäudemodell erzählen. Mein Kollege, der Richard Hase, wird Sie durch das Programm begleiten und Ihnen auch eventuelle Fragen beantworten, aber der kann sich gerne jetzt auch selber vorstellen. Ja, auch hallo von mir. Mein Name ist Richard Hase. Ich arbeite in der Produktentwicklung und im Customer Support und genau werde heute Ihre Fragen beantworten. Und genau. Falls Sie Fragen haben, genau sehen Sie hier dieses Panel und in dem unteren Bereich können Sie dort Ihre Fragen stellen. Und falls es zu häufiger Fragestellungen kommt, die wir nicht schaffen zu beantworten, werden wir dies im Nachgang tun. Oder falls Sie auch das Interesse haben, uns im Nachhinein Fragen zu schreiben, dann auch gerne an die E-Mail-Adresse info@bluebyte.com. Und genau, das war es eigentlich schon. Dann können wir mit dem Webinar starten. Alles klar. Danke, Richard. Und ich mache die Kamera aus. Dann haben Sie den vollen Bildschirm. Und gehe erstmal kurz auf unsere Homepage, weil ich hatte das im letzten Webinar, was ich gehalten habe. Das finden Sie hier auf der Homepage unter Webinaren. Das schon angekündigt, dass ich eigentlich das Gebäude, was ich dort für vertikale Lasten berechnet habe, einmal für horizontale Lasten noch berechnen möchte. Also ich möchte ganz gerne heute einen Vergleich der Berechnung durchführen. Die Kamera ist noch an. Moment, das war jetzt ein Fehler. So, jetzt müssten Sie den ganzen Bildschirm haben. Okay, genau. Das Gebäude nur, falls Sie das erste Webinar nicht gesehen haben oder sich das erste Nachhinein anschauen wollen, das vom Februar diesen Jahres, ist ein 13-stöckiges Gebäude, relativ interessant, steht in Amsterdam, in Holland. Und es ist insofern recht interessant, weil es einen oberen, schmäleren Gebäudeteil gibt. Das sind die oberen 10 Stockwerke. Und die unteren 3 Stockwerke sind halt wesentlich größer. Und ich werde heute hier so ein bisschen die horizontale Lastabtragung in diesem oberen Teil erläutern, was hat es dort mit dem Gebäudemodell auf sich, was kann man da für einen Benefit generieren, wie kann mich das bei der Erstellung meiner Statik, wie kann mir das behilflich sein, dass ich einfach schneller zum Ziel und auch genauer zum Ziel komme in der Berechnung. Genau, und werde dann von diesem oberen Gebäudeteil die Lasten auch einmal über unsere Funktion Lagerreaktion als Last übernehmen auf das Gebäude mit übertragen. Genau, das so zu dem Modell, was ich ganz gerne heute mit Ihnen machen möchte. Ich habe auch noch ein Inhaltsverzeichnis, da bin ich jetzt eigentlich ein bisschen drüber hinweggegangen. Also ich werde anhand dieses Modells Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Gebäudemodell die einzelnen Geschosse erstellen können oder wie Sie die dort generieren können, wie Sie ein 3D-System, was wir ja hier haben, in Decken und Wände entsprechend zerlegen können oder was es damit auf sich hat. Dann, das sagte ich eben schon, wo der Unterschied zu der Option Lagerreaktion als Last übernehmen besteht gegenüber dem Gebäudemodell. Und dann zum Schluss diese Kombination, also diese oberen 10 Stockwerke, wie die quasi auf so eine einzelne Ebene übergeleitet werden können. Oh, hoppla, das macht der Herr Hase nachher. Das mache ich nicht. Genau, so, das ist das Modell. Das habe ich jetzt hier schon fertig erstellt. Also dieser obere Gebäudeteil von diesem Hochhaus. Das ist in Brettsperrholz. Es hat eine Länge von 19,20 Meter, Breite von 6,70 Meter und die 10 Stockwerke sind dann 27,50 Meter. Ich muss natürlich noch dazu sagen, das ist jetzt nicht 1 zu 1 das Modell, das ist angelehnt an dieses Modell. Das sieht sicherlich in der Realität noch ein bisschen anders da aus. Ich möchte nur, wie gesagt, diesen interessanten Effekt, dass quasi das Gebäude so nach hinten verspringt, hier jetzt für dieses Webinar irgendwo nutzen. Okay, noch ein bisschen weiter zu dem Modell, wenn wir uns vielleicht einmal die unterste Decke anschauen, über Sichtbarkeit mittels Ebene, sehen wir also hier, na, die Bemaßung hier können wir jetzt eigentlich auch ausblenden,
Und dann sehen wir, okay, das ist halt ein klassisches Holztragwerk irgendwo. Wir haben Brettsperrholzdecken, die hier über die kompletten 19,20 Meter spannen. Die sind entsprechend immer hier mit einer Breite von jeweils, ich glaube, 2,90 Meter. Müsste ich jetzt reinmessen. Können wir auch gerade mal schnell machen, dass wir das einmal real haben. Ja, weil Sie können ja nicht die kompletten 6,20 Meter so auf die Baustelle bringen. Also sind die hier mit einer Breite von 2,40 Meter, sodass sie noch transportabel sind, auf die Baustelle gebracht. Und damit ich an den Stoßfugen entsprechend die Nachgiebigkeit berücksichtigen kann, das hatte ich damals in dem Webinar schon ein bisschen erläutert, sind hier so Nachgiebigkeiten definiert über ein Liniengelenk. Und wo sind wir? Hier, genau, mit einer Nachgiebigkeit. Und dann ist hier ein Unterzug, der jetzt hier deckengleich ist, weil die Platte wird nur oben drauf aufgelegt. Und dadurch, dass ich die Steineanteile dadurch nicht entkoppeln will, kann ich das deckengleich machen. Hat den gleichen Effekt, wie wenn ich jetzt den Unterzug exzentrisch anordnen würde und würde das entsprechend entkoppeln über eine Linienfreigabe. Kommt sich von der Steifigkeit gleich und hilft mir natürlich hier auch in der Modellierung und ist auch so der gängige Weg, wie die Kunden das in der Praxis dann eigentlich rechnen dafür. So, dadurch, dass es jetzt halt ein Holzgebäude ist, haben wir immer eine Zugverankerung an den aussteifenden Wandscheiben. Sieht man hier ganz schön. Also hier ist quasi die darunter stehende Wandscheibe modelliert über ein Linienlager, was einmal die Schubkräfte entsprechend aufnimmt. So. Oh, da will er jetzt gerade gar nicht reingehen. So, weil ich auch in dem falschen Dialog war. Genau, also hier einmal Linienlager bearbeiten, dann können wir uns die Steifigkeit entsprechend anschauen. Geht, wie gesagt, wirklich nur darum, dass Sie ungefähr eine Vorstellung haben, wie das Tragwerk aufgebaut ist und wie wir die Lasten entsprechend hier abtragen. Und dann haben wir, wie gesagt, hier eine Zugverankerung, die entsprechend die abhebenden Kräfte in den Untergrund verankert. Genau, das ist so das vertikale Tragwerk oder das Deckentragwerk. Das ist entsprechend den Sichtbarkeitsmodus nochmal aufheben. Vielleicht ein bisschen in das andere Rendering gehen. Dann habe ich jetzt hier in dem Modell hier das Treppenhaus einmal als Betonkörper gestaltet. Ist, glaube ich, in der Realität nicht so. Habe hier irgendwo auch noch eine Öffnung eingeschaltet, ja, dass es halt auch erschlossen werden kann. Und ja, kriegt darüber einfach eine größere horizontale Steifigkeit rein. Die Deckenscheiben selbst, das hatte ich jetzt eben noch nicht gezeigt, sind aus unserer Materialdatenbank übernommen. Ist Derricks 20 cm fünflagige Platte, die ist also hier vollkommen ausreichend, weil dadurch, dass ich die Spannweiten entsprechend so orientiert habe auf die 2,40 Meter beziehungsweise auf dazwischen 7,80 Meter, komme ich damit auf jeden Fall hin hier bei dem System, was vielleicht noch ganz hilfreich ist, falls Sie mal im Holzbau was konstruieren, aber das geht ja heute hier nicht vornehmlich um den Holzbau, sondern um das Gebäudemodell, dann sehen Sie, dass halt hier die Brettsperrholzplatten in den Wänden vertikal orientiert sind. Da gibt es hier so eine Möglichkeit, sich über Schichtrichtung die resultierende Steifigkeit entsprechend anzeigen zu lassen. Das spielt halt im Holzbau dann schon immer eine Rolle. Wenn wir nochmal in die vorherige Sichtbarkeit reingehen, sehen Sie, dass halt die Deckenplatten entsprechend ihrer Spannrichtung so orientiert sind. Genau. Da gehen wir jetzt nicht, oder ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail ein, aber Sie sehen es dann hier entsprechend über die hohe Steifigkeit ist es entsprechend in die jeweilige Ebene gedreht. Also die Steifigkeitsorientierung, das spielt im Holzbau ja immer eine relativ große Rolle. Okay, so genau, das ist irgendwo das Tragwerk oder das ist das Tragwerk. Und jetzt könnten Sie das natürlich so bemessen. Lasten könnte ich Ihnen noch zeigen hier. Also ich habe hier die Windlasten, damit ich es nachher mit meiner 2D-Berechnung vergleichen kann. Natürlich bietet es sich hier total an, auch den Windlastgenerierer zu benutzen, habe ich aber aus Gründen der Vereinfachung hier nicht gemacht, habe einfach eine horizontale Windlast abgetreppt draufgebracht auf das Tragwerk und einmal das Eigengewicht, also zwei Lastfälle. Und Sie könnten das jetzt hier so berechnen als 3D-Modell, aber es ist natürlich immer das Problem, dass dieses Eingussmodell, was Sie jetzt hier sehen, in der Praxis so nie auftritt. Ist ein oft
angebrachter Kritikpunkt seitens der Kunden an uns. Ja, ihr rechnet das Tragwerk in eurem Programm immer von oben nach unten, aber wir bauen von unten nach oben. Und wie sollen wir das jetzt entsprechend dann berücksichtigen? Wie berücksichtige ich Setzungen, die während einer Bauphase auftreten? Eine Nachgiebigkeit von der Wand, weil die ist jetzt hier in dem Modell erstmal irgendwo unendlich steif dazwischen. Ne? Wie kann ich das entsprechend berücksichtigen? Und da setzt jetzt entweder diese Option Lagereaktion als Last übernehmen an oder eben dieses Gebäudemodell. Das schalten wir jetzt einfach mal zu. Die Flächenlasten können wir dann jetzt hierfür sogar schon ausschalten. Netz haben wir schon ausgeschaltet, genau. Brauchen wir jetzt dann erstmal nicht. Und gehen in die Basisangaben und schalten entsprechend das Gebäudemodell zu. Hier unter den Add-ons, unter Sonderlösungen befindet sich das Gebäudemodell, ist ansonsten normunabhängig und spielt sonst keine weitere Rolle. Ändert sich auch erstmal nichts, außer dass jetzt hier einmal in den Tabellen unter Struktur Sie hier das Gebäudemodell haben, Gebäudegeschosse, Deckensätze, Wandscheiben, wandartige Träger und eine identische Funktionalität haben wir hier auch unter im Datennavigator Gebäudemodell. Da gehen wir jetzt einmal rein, erstellen ein neues Gebäudegeschoss, blenden uns hier das Rendering interaktiv direkt mit ein und sagen über die Geschossmodellierung starre Ebene. Wenn ich das mache, dann sehen Sie entsprechend, dass er hier direkt schon mal für das unterste Stockwerk einmal die Gesamtmasse ermittelt hat und auch einen Massenschwerpunkt hier reingelegt hat. Und vielleicht, ich zeige es nachher noch im Programm, aber man kann es, glaube ich, hier schon ein bisschen sehen, dass er hier so komische Kreuze eingelegt hat. Das würde ich dann gleich noch erläutern. Ich gehe jetzt erstmal in die Geschosserstellung. Das hat er hier direkt schon erkannt. Ich habe dann verschiedene Optionen, wie ich das hier noch beeinflussen kann. Die Möglichkeiten habe ich immer so. Also es muss nicht jedes Stockwerk jetzt gleich die gleiche Höhe haben. Das ist natürlich auch klar. So, dann erstelle ich die. Also hatte ich ja gesagt, die oberen 10 Stockwerke. Also muss ich irgendwo aufpassen, dass ich das Stockwerk 7 bis 8 entsprechend erstelle. Ja, da hatte ich nämlich schon eins zu viel, weil ich wollte ganz gerne das oberste Stockwerk hier über diesen Abschluss entsprechend modellieren. Okay, und dann sieht man auch hier oben, okay, da ist es jetzt hier ein bisschen leichter, aber irgendwo der Massenschwerpunkt ist irgendwo immer ähnlich, relativ im Zentrum. Klar, da wo ich meinen Gebäudekern habe oder wo ich mein Treppenhaus habe, was ja jetzt, sagte ich ja eben, in meinem Modell aus Beton ist, da verlagert sich natürlich der Massenschwerpunkt ein bisschen in diese Richtung. Aber ich habe hier auch noch so eine Betonscheibe hingebracht, also die Steifigkeit, die ist schon relativ gleichmäßig über das Gebäude verteilt, beziehungsweise sieht man, dass man hier rechts auch noch ein paar mehr Wandscheiben hat und auch eine Brettsperrholzfläche bietet ja schon auch irgendwo eine große oder eine relativ gute Horizontalsteifigkeit. Deswegen nutzt man sie ja auch gerne an hoch ausgelasteten Tragwerken wie diesem hier zur Aussteifung. Okay, unter den globalen Einstellungen habe ich jetzt noch eine Möglichkeit, meine Nullebene entsprechend zu modifizieren, wenn ich das möchte. Und was jetzt ganz neu drin ist, deswegen ist es auch noch nicht komplett übersetzt, wenn man jetzt irgendwo Treppenöffnungen hat, kleine Ausbaulasten vom Sanitär oder Haustechnik allgemein, dann könnte ich das hier, wenn ich das mitmodelliere, auch entsprechend vernachlässigen. Das ist jetzt also seit dieser Woche drin, diese Funktionalität, hatten sich auch relativ viele Kunden gewünscht. Okay, genau, jetzt ist das erstellt. Hat sich erstmal nicht so viel geändert. Wir schalten mal das Rendering entsprechend aus und ich schalte hier nochmal unter den speziellen Objekten die starre Kopplung hinzu. Jetzt sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser. Also hier ist irgendwo der Massenschwerpunkt und das Programm oder dieses Add-on Gebäudemodell hat jetzt von jedem FE-Knoten zu diesem Massenschwerpunkt eine sogenannte starre Kopplung erstellt. Zusätzlich dazu hat es jetzt mein Tragwerk auch irgendwo aufgelöst. Also vorher war das hier, hatte ich ja eben gezeigt, waren das alles entsprechend Brettsperrholzplatten. Jetzt hat er aus dieser konstanten Steifigkeit, wenn wir hier einmal draufgehen, da stand also eben beim Steifigkeitstyp konstant drin und dann war das eine Derricks-Platte, also in unserem Fall eine Derricks-CLT-Platte.
Das ist die auch weiterhin noch. Allerdings hat die jetzt noch eine weitere Funktionalität bekommen. Also dieser Steifigkeitstyp wurde überlagert. Ich zeige das nochmal kurz an den normalen Bandscheiben. Also vorher sah es so aus, Standard. Und er hat jetzt nur für die Decken, also für alle horizontalen Traglieder, hat er hier das entsprechend über starre Ebene überschrieben. Und hat dann hier eine Lastübertragungsfläche generiert. Also ich habe jetzt irgendwo zwei Steifigkeiten in einem Modell. Das, was ich eben ja sagte, wenn Sie bislang immer mit einem 2D-System gerechnet haben, was aber halt bei größeren Gebäuden dann irgendwo ja auch endlich ist, weil so eine Sachen wie Setzungen, räumliche Berechnungen, Wind, dynamische Analysen sind halt irgendwo bei diesem Gebäude dann irgendwann nicht mehr möglich. Und bei einer Größe von 13 Stockwerken würde ich denken, dass das auf jeden Fall schon erreicht ist. Das ist auch der Grund, weshalb ich ein bisschen komplexeres Tragwerk heute hier für das Webinar ausgelost habe. Ist jetzt nicht super komplex, aber schon auch kein kleines Tragwerk mehr. Okay, also das hat es entsprechend überschrieben. Das ist das, was das entsprechend gemacht hat. Ich habe dann hier, das mache ich noch, bevor wir jetzt eigentlich in die Berechnung reingehen, noch die Möglichkeit, entsprechend Wandscheiben zu definieren. Hier sind diese Deckensätze, die ich Ihnen jetzt eben gezeigt habe. Also es ist jetzt in den einzelnen Geschossen dann jetzt immer drin. Das ist das, was ich eben gezeigt habe. Und Sie können jetzt hier noch Wandscheiben definieren. Da gehe ich einmal rein und nehme hier mein Gebäude, also meinen Betonkern. Da lässt sich das, das ist jetzt komplett irrelevant. Ich kann es auch an der Holzscheibe machen, aber ich mache es Ihnen einmal hier an dieser hinteren Betonwand. Entsprechend sage okay. Und dann generiert ihr mir ein Ergebnisschnitt für diese Wandscheibe, überführt quasi direkt diese Flächenschnittgrößen in eine Stabschnittgröße. Ich hätte jetzt hier die Möglichkeit, entsprechend auch noch Bemessungseigenschaften zu definieren. Wenn ich jetzt hier entsprechend draufgehe und das entsprechend auswähle, kann ich hier über Stabzüge das noch entsprechend auswählen und könnte dann ja für den Betonbau da entsprechend noch weitere Definitionen tätigen, also wandartiges Tragverhalten etc. und so weiter. Genau, so, das hat er jetzt hier gemacht, ne? Also ich habe das einmal erstellt und jetzt sehen Sie, hier ist quasi dieser Stab reingelegt und ich habe hier direkt auch schon einen Ergebnisschnitt. Das brauche ich nachher oder das kann ich nutzen, für nachher dann einfach meine Horizontalkräfte irgendwo auszuwerten. Okay, das ist das Tragwerk. Ich muss mal kurz gucken, was ich Ihnen heute noch so alles daran zeigen wollte, ob ich nicht was vergessen habe. Das sieht aber ganz gut aus. Und ach so, doch, einen machen wir noch. Hier die Lasten aus der Lastverteilungsfläche, die schalten wir einmal an. Beziehungsweise, nee, wir machen erstmal die Berechnung und berechnen den Lastfall 1. Jetzt sehen Sie, dass er diese Lastübertragungsflächen entsprechend jetzt hier benutzt oder belädt zur Lastweiterleitung. Das muss er jetzt einmal hier kurz aufsplitten und gleich, wenn er, also hier ist ja eine Berechnung der isotropen Lastübertragungsfläche, gleich, wenn er das hat, rechnet er quasi dieses Tragwerk dreimal durch. Also er rechnet das einmal mit dieser Deckenplatte starre Ebene, dann rechnet er das mit der normalen Lastübertragungsfläche, sodass die Lasten quasi zwischen den einzelnen Geschossen weitergeleitet werden. Und dann rechnet er dann noch einmal das globale Modell einmal durch. Das ist also diese Funktionalität, die das jetzt bietet. Ach so, die Lagerung zwischen den einzelnen Wandscheiben, da müsste ich dann gleich auch nochmal in den Dialog zurückgehen von dem Gebäudemodell. Die kann man natürlich auch entsprechend beeinflussen. Also Sie sehen jetzt hier unten Modellierung des Knotenlagers, Modellierung des Linienlagers. Habe ich jetzt hier standardmäßig erstmal Auflager mit festem Gelenk gewählt. Und das heißt, es ist jetzt zwischen den einzelnen Geschossen unverschieblich. Wenn Sie das, was ich ja eben gesagt habe, nicht mit einem Eingusssystem, sondern wenn Sie quasi mit verschiedenen Steifigkeiten von der Wand oder was Ähnlichem rechnen wollen, dann kann man das entsprechend modifizieren. So, jetzt ist er hier. Muss ich kurz unterbrechen. In der Berechnung ist er, sehen Sie die drei Berechnungen, die ich erwähnt habe. Einmal die statische Analyse, Decken und Steifigkeitsberechnung. Das ist das, was er jetzt hier durchführt. Und das hat dann zur Folge, dass wir jetzt dann auch gleich drei Ergebnisse haben, die wir entsprechend
weiter benutzen können. Okay, genau. Jetzt hoffe ich, dass er uns das zeigt. Ja, genau. So, ich gehe trotzdem einmal ganz kurz in den Dialog, weil ich das eben vergessen habe. Also hier nochmal ins Gebäudemodell zurück oder in die Definition des Gebäudemodells. Also hier ist das. Hier können Sie jetzt sagen, sowohl meine Knotenlager, die wir ja hier drin haben in dem System, also zwischen Stützen, als auch meine Linienlager, kann ich jetzt mit einer elastischen Wand machen. Das würde ich dann gleich bei zeigen, wie Sie das bei Lagerreaktion als Last übernehmen. Diejenigen, die das vielleicht bislang im RFM5 genutzt haben, diese Option, da gab es ja das oder gibt es ja das Gebäudemodell nicht im RFM5, dann können Sie das hier entsprechend machen. Und das macht er jetzt nicht nur unten bei den Linienlagern, sondern er macht das quasi zwischen den Wänden, zwischen den einzelnen Geschossen. Macht er das hier. Ne? Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt am Anfang zu erklären, aber ich denke, wenn wir das gleich mal bei dieser anderen Option zeigen, dann wird das ein bisschen klarer. Okay, das auch eigentlich nur als Hinweis. So, jetzt haben wir hier unter Analyse der Gebäudegeschosse von diesen drei Berechnungen logischerweise auch drei Ergebnisse für diesen Lastfall 1, wo ja diese 2 kN pro Quadratmeter auf jeder Fläche hier oben einfach stumpf angesetzt werden. Wenn wir jetzt hier entsprechend in die Wände reingehen, sehen wir, dass wir hier wir kriegen hier die Schnittgrößen in den Wänden halt verbunden über diese starre Ebene hier drin. So, genau. Und wenn wir uns jetzt die Decken anschauen, dann sehen wir, dass wir hier mit einem realen 2D-System in dem 3D, also man kann sagen, das ist ein 2,5D-System, Sie reduzieren das Ergebnis und stellen das quasi hier in dieser reduzierten Form irgendwo dar. Und hier einmal die globale Ansicht. So, genau. Das ist das vielleicht, was dann noch ganz interessant ist. Ich werde nachher auch mal die Lastkombination rechnen. Es ist dann auch so, dass wir hier in dieser Deckenberechnung dann auch kein NXY haben. Also jetzt ist ja klar, wir haben nur vertikale Lasten. Ich habe ja überhaupt keine Beanspruchung in die horizontale Richtung, aber selbst wenn Sie das in dem Lastfall 2, wo wir das ja haben, über die Windbelastung entsprechend berechnen, ist es so, dass wir hier in der Deckenberechnung das nur vertikal machen. Genau, dann wenn wir in die Wände reinschauen, was der Ergebnisschnitt uns ja hier entsprechend bringt an diesem hinteren Punkt, wäre dann hier entsprechend eine resultierende, sodass ich dann, wenn wir jetzt, ich muss mal gucken, welche das ist. Ah, genau, ist dann direkt hier der obere. Dann sieht man also, ne, welche Vertikalkraft zum einen hier reingeht und welche Horizontalkraft. Und das habe ich natürlich nicht nur grafisch hier bei uns im Programm. Das ist, denke ich, jedem klar, dass es grafisch sowieso immer alles möglich ist bei uns, sondern ich habe dann hier das auch tabellarisch irgendwo drin. Ne? Also ich habe dann hier einmal die Normalkräfte. Ist er jetzt direkt schon hingesprungen, weil ich da jetzt war. Für diese Stabkraft. Ich habe jetzt ja quasi nur diese eine Wand hier definiert, aber Sie können dann auch hier für die Geschosseinwirkung schauen, welche Horizontalkräfte sich hier entsprechend aus der Abtriebskraft entsprechend ergeben, welche Stockwerksverschiebungen ich von meinem immer oberen zu unterem Stockwerk habe. Ist alles das, was ich quasi bei so einer 2D-Berechnung über diese Lagerreaktion als Last übernehmen Funktion mache, mir relativ aufwendig ermitteln muss. Das habe ich hier alles direkt schon drin. Ich kriege den Mittelpunkt von Masse und Steifigkeit. Hier ist der Steifigkeitsmittelpunkt und hier ist der Massenmittelpunkt. Und da sieht man schon, okay, die liegen ziemlich weit auseinander. Das sagte ich ja eben schon. Ne? Also hier ist quasi der Steifigkeitsmittelpunkt. Den kann man jetzt hier entsprechend auch einblenden. So, dann sieht man den auch von jedem Geschoss. Kriegen Sie auch separat aufgesplittet für jedes Geschoss. Hier ziemlich in der Mitte des Systems, weil wir hier eine relativ dicke Betonscheibe haben und die Steifigkeiten entsprechend halt hier zumindest für diese Beanspruchung hier entsprechend rüberziehen und beziehungsweise das hier auch, also die Wände, die Decken sind ja auch horizontal, also in dieser Längsrichtung Y entsprechend orientiert, sodass sie natürlich gerade da auch eine relativ hohe Steifigkeit wiedergeben. Das würde jetzt für die andere Richtung wieder ganz anders da aussehen. Okay, genau, das ist also alles das, was das Ihnen bietet. Jetzt
würde ich den Ergebnisschnitt nochmal entsprechend ausschalten und nochmal in die Decken reingehen. So. Und damit man überhaupt verstehen kann, was das jetzt bedeutet, was wir jetzt hier gemacht haben, gibt es jetzt hier auch noch eine schöne Funktion, habe ich eben schon vorgegriffen, nennt sich Lasten aus Verteilungsfläche. Und dann sehen wir hier, okay, das ist das, was das im Prinzip macht. Das leitet die Lasten von hier oben durch das Geschoss durch, ne, und setzt die immer hier drauf. Und nichts anderes machen Sie ja mit dieser Option, wenn Sie das aus dem RFM5 nochmal Extras, Lagerreaktion als Last übernehmen, bislang bei Positionsstatiken gemacht haben. Wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht auf die Fragen geguckt, aber die Frage kommt eigentlich immer, ist jetzt die Frage, ja, ich will das aber nicht so abgetreppt haben. Ne? Also ich möchte das ganz gerne konstant haben. Und dann ja, haben wir immer gesagt, ja, aber das ist aber so in der Realität, in der FE-Berechnung, können Sie das nicht? Und dann hat der Statiker immer gesagt, ja, ich will aber das quasi konstant da durchleiten. Diese Funktion wäre jetzt hier auch gegeben. Muss mal einmal hier kurz reingehen. Und ich würde mal in die Ebene wechseln. Ups, ja, genau. Und das Ergebnis können wir auch ausmachen, weil jetzt müssen wir es eh dann nochmal neu berechnen. Und wir nehmen uns mal diese Deckenplatten alle her. Hier über die Selektion, Flächen bearbeiten und dann können Sie hier in Lastübertragung Flächenstreifen nutzen. Also die Standardeinstellung ist isotrop FEM und wenn Sie Flächenstreifen nehmen, haben Sie die Möglichkeit auch eine konstante Lastverteilung auszuwählen. Diejenigen, die aus RFM5 den Wind- und Schneelastgenerierer oder allgemein den Lastgenerierer schon kennen, die werden wahrscheinlich auch irgendwo wissen, was dahinter steckt mit dieser Lastverteilung konstant oder veränderlich. Ist einfach quasi, wie Lasten über Zellen entsprechend dann auch generiert werden hier drauf. Momentengleichgewicht habe ich jetzt vernachlässigt. Ich will einfach keine abhebenden Lasten, alles. Das sind so die Funktionalitäten, die da jetzt auch übernommen wurden. Okay, dann können wir das einmal bestätigen. Dann fragt er mich ja, wollen Sie das Ergebnis löschen? Ja. Den muss ich jetzt leider gehen, den Weg. Und werde das jetzt einmal nochmal berechnen. Jetzt muss er wieder die Lasten aus den Lastübertragungsflächen entsprechend generieren. Kann ich vielleicht mal die Fragen entsprechend aufklappen? Mal gucken, was bis jetzt so gekommen ist. Richard hat alles beantwortet bis jetzt. Genau, also da kam jetzt mehrfach schon die Frage nach Erdbebenbemessung. Also das ist gerade der Vorteil von dieser räumlichen Bemessung, dass man das halt eben super auch für eine 3D-Analyse jetzt benutzen kann. Ne? Genau, und ja, hohe Rechenleistung. Also ich habe jetzt keinen so besonderen Rechner. Ja, ich habe im Vorfeld dieses Webinars auch festgestellt, dass ich keine besondere Grafikkarte habe. Das ist was, wo ich Ihnen vielleicht ans Herz legen würde. Wir empfehlen generell so RTX oder GTX Grafikkarten. Das ist was, wo ich vielleicht meinen Rechner selber mal ein bisschen aufrüsten könnte, weil das halt schon ja einfach einen Plus bringt. Okay, gut, dann überlasse ich das Feld wieder dem Richard und wir gehen einmal hier rein und schauen uns das entsprechend an. Und jetzt sehen Sie, dass jetzt diese Lasten, das Rendering können wir entsprechend wieder ausschalten, hier, die vorher noch relativ wild und durcheinander ausgesehen haben, hier irgendwo als konstante Kraft mit draufgepackt werden. Genau, und das ist jetzt für die Deckenberechnung und in der Wandberechnung, da ist es ja dann auch so, dass Sie quasi hier einmal die horizontalen Lasten analog auch hier drüber leiten, über das gesamte System. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz in den Ergebnisschnitt hinein. Da sieht man es, glaube ich, am besten. Können wir das entsprechend ausschalten. Und dann sehen Sie hier, ne, dass also einmal vertikal 65 kN und horizontal 1,76 hier durchgehen. Oder ist jetzt ein bisschen verdeckt, das ist jetzt ein bisschen schade.
Genau, wir würden vielleicht auch mal das, die Lastkombination einmal bemessen, weil dann haben wir irgendwo auch die anderen Lasten hier mit drin, die jetzt hier reingehen. Und ich zeige Ihnen das einmal an die, während das rechnet, an dieser 2D-Position, die ich ja jetzt schon ein paar Mal ins Feld gebracht habe, wie das entsprechend wie Sie das quasi bislang gemacht haben, wenn Sie dieses, also in FM5, diese Funktionalität nicht haben. Da hatte ich ein anderes Modell vorbereitet. Das muss ich jetzt mal gerade starten. Wo ist es denn? Ah ja, hier. Genau. So. Also, da ist jetzt das gesamte Tragwerk, was Sie jetzt eben als räumliches Modell gesehen haben, ist jetzt hier nochmal. Allerdings ist das einfach nur, ja, ich habe die einfach das untere Stockwerk genommen, habe das hochkopiert. Nichts anderes habe ich natürlich für die 3D-Berechnung auch gemacht, nur dass ich das halt über Wände und Stützen entsprechend verbunden habe. Und das ist jetzt hier alles vollkommen losgelöst voneinander. Und wenn Sie das jetzt, auch hier ist auch die Belastung gleich, also da sehen Sie auch die 2 kN pro Quadratmeter beim Eigengewicht und der horizontale Windlast entsprechend hier rein. So, und jetzt könnten Sie das natürlich machen, wie bisher, im FM5 und könnten dann sagen, okay, ich habe jetzt hier im Lastfall 1, habe ich irgendwo eine Belastung von, ich nehme mal hier diese hintere Wandscheibe, die habe ich ja auch für meine Wandscheibe entsprechend benutzt, die hat jetzt hier eine Lagerreaktion von 5,6 Kilonewton pro Meter hier hervorgerufen und sieht man schon, dass es nicht miteinander verbunden ist, weil es ist dann irgendwo bei jedem anderen Stockwerk das Identische und dann könnten Sie ja reingehen und könnten so eine Lagerreaktion als Last übernehmen, Funktionalität hier einbauen und würden dann sagen, okay, ich ziehe mir jetzt dann hier mal das darunterliegende Stockwerk raus in eine extra Position, gehe in unseren Lastassistenten hier, der ist ja auch entsprechend eigentlich standardmäßig zugeschaltet, gehe in das Delubal Center und suche mir dann hier alle Gebäude raus, die mit dem verbunden sind und sage dann hier, okay, aus dem Stockwerk 13, die gelagerten Knoten, die Last möchte ich jetzt dann auf die darunterliegenden Knoten weiterleiten und kann dann sagen, okay, aus dem Lastfall 1, da habe ich ja nur vertikale Lasten, dann nehme ich nur die vertikalen Lasten in den Lastfall 1 in dieser neuen Datei rüber und im Lastfall 2, na, da brauche ich die vertikalen Lasten eigentlich nicht, die könnte ich jetzt rausnehmen, nehme ich dann XY-Lasten in den Lastfall 2 auch hinüber. Und wenn ich das dann hier einmal berechne, so, dann sind wir hier irgendwo, ah ja, genau, okay, jetzt sind wir hier auf der falschen Seite gelandet. Das wäre jetzt komisch gewesen. Irgendwas passt nicht. Auf jeden Fall könnte ich jetzt die Lasten von hier übernehmen. Ach ja, natürlich. Ich war schon auf der richtigen Seite. Das hat mich jetzt gerade selber ein bisschen verwirrt. Man sieht hier, ich bin ja jetzt quasi, ich übernehme die Lasten aus von diesem Punkt. Die 5,6 plus die Lasten, die ich jetzt hier entsprechend habe und welches jetzt linear habe, dann kommt es irgendwo hin auf meinen Wert und kann jetzt quasi dann damit weiterrechnen. Aber das ist natürlich ein Weg, den müsste ich jetzt für alle Stockwerke durchgehen und müsste das entsprechend damit koppeln. Ne? Und da hat natürlich dieses Gebäudemodell schon eine wesentlich höhere Komfortabilität jetzt hier für das Modell. Genau. Das war das. Muss ich noch mal ganz kurz gucken, ob ich bin auch schon eine gute halbe Stunde. Das ist auch das, was wir uns irgendwo als Pensum vorgenommen hatten. Genau, hier, da ist jetzt noch mal die Geschichte. Vielleicht, was auch so ein netter Nebeneffekt ist, ich würde vielleicht die Lasten jetzt hier mal ausschalten. Das kann ja auch dann ein bisschen verwirren. Und dann noch mal in die Decken reingehen. Sie kriegen halt auch über das Gebäudemodell direkt schon eine relativ komfortable Generierung ihrer Sichtbarkeit. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich schaue mir mal das obere und das untere Geschoss an und arbeite nur in denen und schaue mir das entsprechend an. Also das ist schon ziemlich komfortabel und ich kann
wirklich hier in dem einzelnen Stockwerk arbeiten, es bemessen und bin trotzdem, vergesse keine Daten, die sonst im 3D auch mit alle da drin sind. Genau, das ist diese Möglichkeit. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Das fällt mir aber jetzt nicht ein. Und würde Ihnen ganz gerne noch von dem Gesamtgebäude diese Übertragung, also wie so eine Art Kombination des Gebäudemodells mit dieser Lagerreaktion als Lastübernehmenfunktion zeigen. Wenn wir hier quasi nochmal auf den Lastfall 1 rüberwechseln und uns die Lagerreaktion entsprechend anschalten. Achso, die Lagerreaktion gibt es natürlich dann nur, wenn sie entweder Wände oder Wände und Decken anzeigen, weil wir haben ja sonst hier bei den Decken keine horizontalen und vertikalen, also zumindest Reaktionslasten jetzt hier drin. Okay, und dann auch nur als Beispiel, ne, wir würden jetzt vielleicht hier diese hintere Wand von diesem Betonkern in dieses größere Scheibe einmal einleiten. Gehen wir dann quasi hier in wiederum eine einzelne Position. Das ist jetzt das, was irgendwo auch bei uns auf der Homepage in dem Modell so drin ist. Das ist ja dann diese größeren unteren drei Stockwerke. Und auch dort kann man das jetzt entsprechend wieder nutzen und könnte dann sagen, okay, Lastassistent, Lagerreaktion als Last übernehmen. Achso, Entschuldigung, das Modell ist natürlich dann mit diesem wieder verbunden, wiederum über das Global Center. Und ich habe jetzt hier, wie gesagt, nur diese eine Linie mal übernommen, auch wieder in alle Richtungen. Und wenn wir uns das jetzt entsprechend anschalten, sehen wir, dass wir quasi hier diese Vertikallast jetzt hier entsprechend draufgepackt haben und natürlich auch Lasten aus der Wandebene und in der Wandebene werden hier natürlich auch weitergeleitet. Genauso wie das Gebäudemodell natürlich dann auch macht. Einen Punkt in dem 2D-System würde ich Ihnen ganz gerne noch mit zeigen. Also ich kann ja jetzt hier in dem System oder auch in dem daneben, das jetzt, tut jetzt so nichts zur Sache, sagen Linienlager lokal anordnen und dann kann ich ihm hier sagen, Steifigkeit mittels fiktiver Wand. Und das, was er jetzt hier macht, ne, also nämlich gelenkig und diese Wandfedern entsprechend für diese Setzung zu berücksichtigen, das ist dann nichts anderes wie das, was er dann auch hier in dem Gebäudemodell über diese Funktionalität macht. Ne. Also hier haben Sie auch diese Optionen, also als nachgiebigstes Element, elastische Wand, Gelenk, die würde jetzt dafür sorgen, dass er quasi von jeder Wand, in jedem, also wo immer Sie das definieren, in jedem Geschoss, er hier entsprechend diese Nachgiebigkeit da drauf packt und damit entsprechend die Setzung oder Ähnliches berücksichtigen würde. So würde das funktionieren. Okay, ja, ich denke, ich habe Ihnen alles gezeigt, was ich zeigen wollte, hoffe ich. Wenn was fehlt, dann können Sie uns ja fragen. Und ich würde an den Richard zurückgeben. Gut, alles klar. Also ich bin nicht ganz hinterhergekommen mit dem Fragen beantworten, aber wir werden es noch alle offenen Fragen beantworten. Genau, aber dann erstmal weiter. Moment, ich kann ja auch nochmal meine Kamera anmachen. Genau, also falls Sie Interesse haben an einem Demo, sei es für das Gebäudemodell oder auch sonstige Add-ons, die wir anbieten und Sie da noch nicht so fit sind, melden Sie sich gerne bei uns im Vertrieb. Diese werden Ihnen dann eine kostenlose Demo Vorführung ermöglichen und dann können Sie mit einem Experten unsererseits sprechen und genau, dazu einfach auf diesen QR-Code gehen oder dann auch im PDF auf den Link. Genau. Könntest du mal weitermachen, Bastian?
Genau, dann allgemein auf unserer Webseite haben wir natürlich auch noch viele Optionen, beispielsweise das GeoZoom-Tool, wo Sie Wind und Schneelasten oder Erdbebeneinwirkungen sich per, ich sage jetzt mal, Google Maps-Ansicht ausgeben lassen können, auch eine Verbindung herstellen können zu unseren Bemessungstools. Und genau, also diese ganzen Schnee-Windlastwerte müssen dann nicht mehr manuell eingetippt werden, sondern können halt über diese Verbindung importiert werden in das Programm. Weiterhin genau Querschnittswerte bieten wir an von jeglichen Profilen. FAQs und Fachbeiträge finden Sie auf unserer Seite, auch für die Inspiration Modelle zum Herunterladen. Genau. Bastian, könntest du noch mal weitermachen? Genau. Dieses Webinar wird auch aufgezeichnet. Das finden Sie auch auf unserer Webpage. Aber auch die Sachen, die jetzt als Webinar aufgenommen werden, auch auf unserem YouTube-Kanal. Also abonnieren Sie auch gerne diesen. Und genau, weiterhin die Testversion, die hatte ich Ihnen ja schon. Also die Demos, genau, können Ihnen, melden Sie sich da einfach, dann wird eine Demo Ihnen gerne gegeben, kostenlos. Und auch alle unsere Programme sind 90 Tage als Vollversion, 90 Tage zu testen. Genau. Bastian, noch einmal weiter, bitte. Genau, ja, auch alles Mögliche, genau, wann wir auf Messen sind, weitere Seminare, Newsletter, diese ganzen Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage. Und ich glaube, das war es dann auch soweit. Genau, also wie gesagt, die Fragen, die offenen, werden wir noch beantworten. Und jetzt zum Ende des Webinars können Sie uns gerne auch noch bewerten. Wichtig dabei ist wie bei einer Google-Bewertung, sage ich mal, 5 Sterne sind halt sehr gut und 1 Stern mangelhaft. Also das bitte beachten. Und ansonsten, glaube ich, sind wir durch. Und ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, dann einen schönen Tag noch und man sieht sich. Ja, vielen Dank auf meiner Seite, Richard. Und ich versuche noch schnell alle Fragen zu beantworten. Dann, vielleicht bleiben sie noch so lange drin. Dann haben wir es alles. Also falls einer noch Fragen hat. Ansonsten, wie gesagt, schicken wir Ihnen eine E-Mail zu. Dann sollte das passen. Genau. Das. Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob der Kollege noch drin ist. Da war jetzt noch eine Frage nach einem wandartigen Träger. Die kam jetzt schon zweimal. Hier würde ich vielleicht doch zumindest noch mal kurz erläutern und dann würde ich es beschließen. Genau, also grundsätzlich ist es so, wenn wir uns jetzt hier im Holzbau bewegen und Sie jetzt hier ein Tragwerk haben, dann gibt es halt insbesondere bei einer Brettsperrholzplatte, die wir ja hier haben, für die wandartigen Träger, ich habe das in dem Webinar davor eigentlich erläutert, weil das hier soll sich ja eigentlich nicht um die Bemessung an sich drehen, aber natürlich haben Sie recht, dass es ja für die Aussteifung auch irgendwo einen Effekt hat. Und da haben Sie hier unten Optionen für Brettsperrholz, die Bemessung bei Versagen des Nettoquerschnitts, Versagen der geklebten Kontaktfläche. Das ist nichts anderes, wie dass dort quasi dann diese Torsionsnachweise für das wandartige Tragverhalten entsprechend berücksichtigt werden. Genau, wenn das entsprechend angehakt ist, und das habe ich halt hier für diese Wandscheiben entsprechend angehakt und die Modellierung korrekt ist und diese Nachgiebigkeit ich korrekt habe, dann habe ich das quasi wandartig oder für den wandartigen Träger nachgewiesen. Das beeinflusst dann ja auch irgendwo immer hier diese Steifigkeiten. D88 ist ja im Prinzip dein, weiß ich, ist die Kamera noch an? Kamera ist an, ich sehe mich nicht, aber das ist egal. Mal gucken.
Ja, ich wollte gern was in die Kamera halten. Ja, Richard, guck mal, kann man das so sehen? Den Zettel? Schlecht. Sehr schlecht. Okay. Kriege ich das hin? Mache ich es nochmal? Jetzt, genau. Also, D88 ist ja im Prinzip die Scheibenschubverzerrung. Ne? Das ist diese Faltung, die sich hier aufbaut. Das, was ich dann immer gerne zeige. Und auf diese Steifigkeit wird das dann ja auch irgendwo, also das ist das, was mein System irgendwo aussteift da drin. Und das wird zum einen dann hier über diese Reduzierungsfaktoren als auch nachher im Nachweis dann entsprechend berücksichtigt. Und natürlich die Anschlüsse selbst und so in dem System, die muss ich mir natürlich dann selber herauslösen, aber dadurch habe ich ja über diese Schnitte, die ich Ihnen gezeigt habe, eigentlich auch alle Möglichkeiten, das entsprechend auszuwerten darüber. Genau. Nur weil jetzt die Frage kam relativ häufig, dann haben wir es, ich habe es glaube ich sowieso für alle beantwortet, aber dann haben wir das jetzt schon erledigt. Okay, dann in dem Sinne, kleiner Nachtrag und vielleicht der Vorteil, dass Sie so lange dabei geblieben sind und noch einen schönen Tag. Tschüss!